und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Was schauen wir uns heute an? Richtig, ja, konnte das oben schon lesen? Wir schauen uns heute die Sylt-Map an. Das ist, ich würde es jetzt mal nicht als eigenständige Map bezeichnen, sondern als ein Add-on. Warum? Denn ich habe hier die ganz normale STS-Standardkarre und dann habt ihr hier praktisch die Möglichkeit, hier auf der A7 auf die 210 Richtung Rendsburg, die ja eigentlich offiziell gesperrt ist von STS-Seiten, und die können wir jetzt befahren. Hier gibt es dann auch noch zum, ist jetzt hier kein Hafen, sondern sieht aus wie ein Zug. Da kannst du dann mit der Bümmelbahn, kannst dann hier auf Sylt fahren. Das ist dann das, was ihr hier sehen könnt. Hier sind auch diverse Speditionen, 1, 2, 3, 4 Speditionen vorhanden. Schauen wir uns mal an, wir fahren einfach mal rüber und gucken einfach mal, was da so Phase ist. So. Ich setze jetzt hier mal meine Kopfhörer auf. Und dann wollen wir mal losschüsseln und gucken mal, wie das jetzt so aussieht, was uns da so erwartet. Ne? Das probieren wir einfach mal aus. Und schauen mal, also es ist hier nicht beschrieben auf den Schildern, dass es hier noch Sylt geht. Das heißt, wir fahren hier ganz normal lang. Wir gucken jetzt einfach mal. Ne? So, es steht hier also Rendsburg. Und Rendsburg ist ja eigentlich gesperrt, wie ich es jetzt gerade schon erwähnt hatte. Ich glaube, hier oben sieht man es eh ganz gut. Da oben steht es, Rendsburg. Da ist ja dieses rote Kreuz da. Aber das werde ich euch zeigen, dass das nicht so ist. Ne? Weil wir müssen ja schließlich noch Sylt. Also was ich jetzt ganz cool finden würde, wenn jetzt der Autor hier jetzt noch Rendsburg canceln würde. Also dieses rote Kreuz und einfach noch Sylt mit dazu packen würde. Ne? Das wäre jetzt natürlich ganz fresh. So, wir fahren, wir gucken uns das einfach mal an. Schauen wir mal, inwiefern das Phase ist. So, dann wollen wir mal Gas geben. Mit unserem alten Volvo hier. So, Rendsburg ist schon gesagt durchgestrichen hier, aber das macht ja nichts. Und dann schauen wir doch mal, was uns hier gleich erwartet. Autobahn ist klar, wir haben hier noch ein paar Fehler drin. Das kann man hier eigentlich gut sehen. Hier seht ihr das? Dieses Durchsichtige, da muss vielleicht noch mal nachgebessert werden. Zumindest hier auf der Zufahrtsautobahn, das muss man vielleicht noch abändern. Da sind also wirklich schon ein paar Fehler drin. Jetzt kommt hier auch noch die Baustelle geradeaus. Gut, da könnte man vielleicht sagen, ja, weiß nicht, macht mir noch ein paar Schilder hin, so wie Ausfahrt oder hast nicht gesehen. Irgendwie sowas. Die Richtung wäre noch ganz cool. Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Dass man weiß, wo man hinrammeln muss. So, ansonsten sieht das erstmal soweit ganz okay aus. Wie gesagt, hier sind noch einige Fehler drin. Aber ansonsten erstmal soweit okay. So, ich muss mal schauen, wo geht es denn jetzt hier überhaupt lang? Ich muss mal gucken auf der Karte. Ach, das soll ein Kreisel. Ach, das ist ein Kreisel. Also gut. Gut, hier steht auch keine Schilder da. Ich sollte eigentlich hier lang. Ach, hier doch. Dachte ich, ich fahre jetzt gleich in die Mauer. Alles klar. Sieht noch ein bisschen spooky aus, erstmal im ersten Augenblick. So sieht es also aus, wenn ihr nach Sylt fahrt, meine Damen und Herren. Ich weiß noch nicht, ob Sylt. Ich kann euch nicht sagen, wie es da wirklich aussieht. Oder ob das alles so stimmt. Bestimmt nicht, aber ist egal. Darum geht es jetzt erstmal noch nicht. Ich finde erstmal die Idee schon mal nicht schlecht. Ja? Einfach zu sagen, komm, wir packen einfach mal Sylt mit drauf. Die kleine Insel hier. Und dann wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Ich will mal, wie gesagt, auch die Auffahrt oder die Zufahrt nach Sylt anschauen. Denn das ist ja auch schließlich neu hier. Das gehört mit dazu. Und das wollte ich mir jetzt natürlich hier alles ganz kräftig geben. Jetzt geht es gleich hier nochmal alles schön Landstraße durch den Wald. Rehe hüpfen wir nicht rum, das ist schon mal was. Ich gebe jetzt einfach mal Vollgas, weil es ja wurscht ist. Auflieger habe ich mir keinen mitgenommen. Warum? Weil ich will ja natürlich auch sehen, steht dann in Sylt dann auch bei den jeweiligen Speditionen, weil auf dem Firmenhof steht denn da was rum. Das ist vielleicht auch noch sehr interessant, ob man da auch wirklich Fracht aufnehmen kann oder nicht. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und jetzt kommen wir eh gleich zu der jeweiligen Auffahrt zum, es muss in dem Fall, Bahnhof muss es sein. Ne? So, wie heißt es? Niebühl. Muss anscheinend so stimmen, oder? Heißt es so? Ich weiß es nicht, ich komme nicht aus dieser Ecke. Ihr dürft es gerne kommentieren. Ihr dürft mir gerne mal mitteilen, ob das stimmt. Niebühl, oh, da steht, Moment, da steht's. Moment, an der Kamera. Kreis Nordfriesland Niebühl oder Nebel. Doch Nebel. Das ist ganz Zug. Hier fährt sogar ein Zug, wenn man möchte. Aber sieht auf alle Fälle schon mal ganz interessant aus. So, hier geht es noch Sylt, hier steht schon mal ein Schild, das ist schon mal ganz gut. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus hier. So, was haben wir hier alles? Telepass. Also hier muss man nicht irgendwie stehen bleiben oder es ist einfach eine stinknormale Mautstation, wurde hier verwendet.
Da wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier lang müssen. So muss ich jetzt sehen. Ach, da ist schon der Zug. Guck an, hier. Oh, blub, blub, blub. Und da ist auch mein Symbol hier auf der jeweiligen Ding hier. Da ist er. Hier ist er. Und so, und dann wollen wir mal noch nach Süd fahren. So, Westerland aufbrechen. Kostet 384 Mark. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mich auf Sylt erwartet. Also ich hoffe auch mal ein bisschen Sand, Strand, Palmen, Ballermann 6. Quatsch. Nee, gucken wir mal. Typische Sylt hier. So. Achso, wo muss ich wieder runter? Das heißt, ich muss da runter. Also ich war noch nie in Sylt. Ich kann wirklich euch nichts... Ihr dürft, wie schon gesagt, ihr müsst vielleicht die Leute, die schon mal in Sylt waren, dürft ihr gerne kommentieren, um mal zu gucken, was zur Phase ist, wie das dann so aussieht. Ob wir einigermaßen so hinkommen, müsst ihr einfach mal schreiben. Ne? Ja, wir schauen einfach mal. Wir fahren einfach mal eine Runde auf Sylt. Auf Sylt, ne? Nicht in Sylt, auf Sylt, ne? Ja, wir gucken mal. Hier kommt schon mal ein Ortsschild mit Westerland. Wahrscheinlich spricht man das auch ganz anders aus. Ich fahre jetzt gleich mal hier links. Denn... Oh, gucken wir mal, ob wir irgendwas sehen. Ich weiß gar nicht, wie groß. Sylt ist ja eigentlich gar nicht groß, ne? So, guck mal, wir haben jetzt nur das Garnier-Händler auf Sylt, ne? Ist doch schon mal was hier, ne? Das ist doch mal was Feines. Hier ist Garnier-Händler entdeckt. Das ist schon gut. Dafür ein Fahrradfahrer. Wir haben eine Tanke und auch Schlafen ist angesagt. Also das wird jetzt hier nicht allzu groß sein, schätze ich mal. Sylt. Also kann ich mir jetzt nicht ganz so vorstellen. Ich gucke jetzt mal auf der Karte. Oh. Bisschen vielleicht. Wir fahren jetzt einfach mal ein Stück. Wir wollen ein bisschen was erkunden hier, ne? Genau, da kannst du einfach im Kreis fahren praktisch. Das wollen wir nicht. Was ich hier schon mal gut erkenne, sind ganz viele Backsteinhäuser. Ampelrot. Ja, passt beim nächsten Mal. Ich habe jetzt meinen Traffic ausgelassen. Warte mal, da war... Da hinten ist so... Ach nee, das war der Zug, ne? Das war die Eisenbahn. Hier haben wir schon mal... Guck mal, hier haben wir so ein Türmchen, ein Leuchttürmchen. Sieht schon mal richtig cool aus. Wo geht's denn da lang? Ah, da kommt, da ist nichts. Also da ist nichts. Du kannst fahren, aber da kommt nichts. Ach, da ist die Baustelle. Alles klar, gut, passt. Ich habe gerade ganz viele Windräder gesehen. Das sieht auch ganz cool aus. Das rockt schon mal. Wie gesagt, paar viele habe ich schon entdeckt. Das habe ich schon alles gesehen. So, Norfood. Bei Norfood müssten wir jetzt mal gucken, ob hier auch ein Trailer rumsteht. Da nicht. Steht nochmal hier auf der linken Seite gleich. Und jawohl, da steht schon mal ein Auflieger da. Gut, dann haben wir das schon mal gecheckt. Auflieger parat. So, da geht es jetzt links hinter Richtung. Vielleicht kann man es von hier aus schon sehen. Ein Hotel. Und das andere müsste auch Hotel sein, ne? Warte mal. Wir glotzen mal. Hotel und Hotel. Und da ist auch der Strand. Das Strandleben. Ich verbleibe. Das Strand. An der Nordseeküste. Bam, 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 bam. Am norddeutschen Strand sind die Fische im Wasser. Und der Papa am Land oder wie auch immer. Wurscht. So, hier haben wir Popo Speed. Da können wir auch schon Uflischer sehen. Das ist schon mal ganz fein. Also, das klappt auch. Hier auch nochmal so ein Türmchen. Hier kann man ein bisschen ausschauen. Oh, sieht cool aus. Das gefällt mir ja. Geil. Fischerklasse. So, und jetzt geht's erstmal hier schön am Deich entlang. Da können wir hier ein bisschen Sightseeing machen mit dem Volvo hier, ne? Herrlich. Ja, richtig cool aus hier, ne? Ganze Fahrradfahrer. Oh, hier ist noch ein Ding in der Luft. Also es ist noch nicht alles hier safe, ne? Das heißt, hier schweben noch ein paar Sachen in der Luft hier. Die Warnbaken, die Lampen schweben teilweise noch ein bisschen in der Luft. Wenn man dann hier lang fährt und man nicht zwingend darauf acht gibt, dann fällt es nicht auf. Da zum Beispiel, warte mal hier. Ja, nochmal. Ich meine, wir sind jetzt bei Version 1. Deshalb ist es noch nicht ganz so schlimm. Ne? Kann immer noch nachbessern. Hier irgendwelche Rehe. Guck nochmal eine Brücke. Soll es Wasser sein oder? Ja, ist Wasser. Ne? Ja, ist Wasser. Ja, ist gutes Wasser. Ui. Sonst sieht es richtig gut aus, ey. Da gibt es echt nichts zu meckern, ne? Jetzt sind wir in List. Das ist aber ganz schön listig. Voll List.
So, was haben wir denn hier überhaupt draußen? Eine Pizzeria, ich verblöde, ein Restaurant, Kaffee. Klar, was willst du auf List oder richtig, erstmal schon Pizza essen gehen. Aber das ist schon mal eine richtig coole mit dieser alten Mühle da oben. Dann hier dieses Boot. Klar, Pizzahaus muss sein, ne? Das muss sein, was haben wir da draußen? Da ist einfach eine Baustelle da vorne, da kann man eh nicht hin. Aber schön so ein bisschen hier so, ne? So eine Flaniermeile. Kannst du mit deinem Laster irgendwo Stopp machen, erstmal eine Runde spazieren gehen, erstmal shoppen gehen, Pizza essen. Was willst du mehr? So, wo geht's hier hin? Ein bisschen größer machen. Ach, hier ist nochmal ein Schlafplatz. Ah, ein Parkplatz. Ach, da gut, das Park. Ach, da steht auch ein Auflieger und ein LKW. Alles klar. Dann sieht man es ja. Also da kann man auch hinfahren und genüsslich eine Runde Pause machen. Auch ganz was Feines. So, dann fahren wir hier auf oder über, um, drüber, um den Teich, auf den Deich. Und dann aber hier natürlich noch Polarfisch. Meine Damen und Herren, das heißt, hier könnt ihr auch nochmal Fracht aufnehmen. Das ist aber was ganz Feines. Ne? Da können wir nochmal eine Runde Fisch fahren hier. Ne? Eine Runde Fisch zum Hamburger Hafen. Wollen wir noch eine Runde fahren? Eine neue Runde Tickets an der Kasse lösen. So, also das hier bei Polarfisch finde ich auch ganz was Feines. Also kann man schön fahren. Ne? Ist richtig gut geworden. Also mal abgesehen von den Fehlern, die hier noch drin sind. Mein Gott, wir sind bei Version 1. Ist die Idee natürlich nicht schlecht, weil wir es halt einfach auf der Standard-Map fahren können. Ne? Wir brauchen jetzt hier nicht irgendwie irgendwas machen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es mal gedownloadet, habe es einfach so genommen, wie es ist, in den Mod-Ordner gepackt, habe mein Spiel gestartet und schwupp, war auch schon Sylt da. Also ich musste jetzt kein neues Spiel anfangen oder irgendwie sowas in die Richtung, sondern einfach losdaddeln und Ruhe ist. Das ist eigentlich am einfachsten, am besten. Man muss nicht lange rumfriemeln, man muss nicht lange suchen. Das läuft, meine Damen und Herren. Also richtig gut. Respekt an den Autor hier schon mal für die leichte Handhabung. Ne? Man hätte ja auch sagen können, du musst ein komplett neues Spiel anfangen. Ne? Ja, im Prinzip das gleiche gewesen. Man fängt ein neues Spiel an, mit dem LKW 0815, keine Ahnung, keine Kohlen auf dem Konto, das übliche Geziedere, kennen wir ja alle. Das wurde hier verzichtet, sondern wurde hier einfach nur mal auf der Standard-Map überarbeitet als Add-on. Das finde ich richtig stark. Das ist schon mal richtig großes Lob hier. Kann ich hier mit meinem alten, hässlichen Volvo einfach mal eine Runde um eine Bahn fahren hier. Ne? Was wollte ich noch dazu erwähnen? Irgendwas wollte ich noch sagen hier. Ich gerade Volvo gesehen habe. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ich will vergessen. Egal. Wir fahren jetzt mal auf die andere Seite. Da, wo wir also noch nicht waren. Also Postbeat war jetzt klar. Traffic habe ich übrigens mal ausgemacht. Nicht, dass jemand denkt, warum fahren da keine Autos rum. Traffic habe ich jetzt mal ausgeschaltet. Nur mal so am Rande zu erwähnen. So, Spielplatz. Da haben wir schon noch Postbeat, haben wir schon gesehen. Wir fahren jetzt hier praktisch nochmal durch. Und dann fahren wir Richtung Süden. Oh, ist echt gut geworden hier. Gibt's nix? So. Und dann die Kurve. Da waren wir ja überall schon. Das interessiert nicht mehr. Dann, was haben wir hier noch? Ah ja, eine Flaniermeile, ne? Schön hier, ne? Geil. Also da hat sich immer Gedanken gemacht. Ich finde es echt klasse. Ich finde es echt gut. Ich finde es echt wirklich gut. Vor allen Dingen die kleinen Sachen. Das ist ja das, was es immer ausmacht. Wenn du sagst, komm, du musst mal aufs Sylt fahren. Sag mal was Feines hier. Ne? Fährst du rüber, hast nicht viel, sondern siehst so ein bisschen Leuchtturm. So ein bisschen Urlaubsflair hier. Ist, warum nicht? Das ist doch ganz was Cooles. Warum nicht? So, jetzt kommen wir wieder zu dem Gebiet, wo wir ja noch nicht waren. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Alles sehr bunt. So, jetzt haben wir zwei Abzweigungen. Ich weiß gar nicht, da, wenn ich da fahren würde. Ich werde jetzt mal hier kurz stehen bleiben und werde das mal mit der, weil wir hier keinen Traffic haben, mit der Flycam begutachten, indem dass ich jetzt hier mal langfliege. Also da lang. Das heißt, wenn ich jetzt hier fliege, kommt was? Was kommt auf mich zu? Baustelle. Ah, okay, gut. Dann haben wir hier praktisch nochmal eine Baustelle. Oder? Sehe ich das richtig? Aber hier steht keine Fracht oder kein Auflieger, kein nix da. Guck mal hier. Schön. Hier ist aber auch kein. Doch, hier ist ein Symbol am Boden. Ne? Das wäre mein Symbol. Ist aber kein Auflieger da jetzt hier. Ne? Nur, dass ihr mal gesehen habt. So, dann hinten wäre dann nochmal eine Werkstatt. Finde ich auch ganz gut. Und hier nochmal das Hotel. Klar, da kannst du hier nochmal schön. Oh, schön. Ne? Herrlich. Also, das zu dem. Dass ihr seht, okay, das läuft. Da kannst du dann praktisch schön genüsslich erstmal hier im Hotel eine Runde schlafen. So, dann geht's weiter. Denn es gibt da noch Hönum. Wir fahren jetzt mal eine Runde nach Hönum. Da ist ein Campingplatz. Genau mein Level. Sieht ja aus wie ein Stellplatz.
Schöne Camper ist hier. Schön. Und der fährt sogar, ne? Ne, der fährt nicht. Ne? Ich dachte, der fährt. Ne, die stehen alle. Alles gut. So, jetzt sind wir gleich in Hörnum. So, was haben wir denn hier? Mal gucken. Also da haben wir da, auf alle Fälle Strand. Boat. Hier die Wind. Der Wind kommt vom Osten. Leuchtturm. Ah, richtig geil. Finde ich gut hier, ne? Baustelle. Reich. Und mit die Fahrradfahrer. Das finde ich richtig gut. Denn ich glaube, dass absolut bestimmt viel mit dem Bike unterwegs sind. Finde ich gut gemacht. So. So, jetzt sind wir in Hörnum. Gleich. Da haben wir auch noch einen Schlafplatz. Das schauen wir uns jetzt noch genau an. Einzig, was ein bisschen ist, es ladet ziemlich lang, wenn du dann dorthin fährst oder dahin kommst. Ach, guck mal hier, warte mal hier. Eigentlich geht es jetzt hier rechts weg. Guck mal hier. Also es wäre hier eigentlich theoretisch Straße frei. Also offiziell ist hier eine Straße, das kann man gut sehen. An der Nordseeküste. Guck mal hier, fein. Dann kannst du hier erstmal schön genüsslich mit deinem Laster hier. Hier schön. Machst du Pause. Pack die Badehose ein. Geil, dann gehst du erstmal eine Runde schwimmen hier. Herrlich, coole Idee. Kann man einfach mal so machen, oder? Bisschen Sand buddeln. Hüpfst in der Nordsee rein. Bist schon mal frisch geduscht, gebadet, wie auch immer. Je nachdem. Und dann hast du das auch schon mal erledigt. Ganze Woche die gleichen Socken an. Irgendwann fängst du halt an zu stinken. Aber coole Idee hier. Kann man mal machen, ne? Jetzt vielleicht ohne Auflieger herfahren wäre vielleicht logischer und macht natürlich auch mehr Sinn. So, wer hat jetzt hier Vorfahrt? Der Papa oder die Fahrradfahrer? Wahrscheinlich die Fahrradfahrer. Ich werde die wahrscheinlich einfach durchfahren können, ne? Ja, gut. Haben wir das auch geklärt? Man kann einfach durchfahren. So, und jetzt sind wir in Hörnum. So, was kann man sehen? Die Idee finde ich ja ganz gut, dass man da rechts abbiegen kannst, weil du kommst sonst nicht an diese Strandpromenade oder diese Strand auf der rechten Seite. Das haben wir jetzt geklärt. So, Hörnum. Jetzt schauen wir mal. Also hier kann man einfach im Kreis fahren, macht jetzt hier nicht viel aus. Sieht aber alles sehr, sehr schön aus. Ey. Hier wird echt nichts, ne? Also hier fährst du einfach einmal im Kreis um die Siedlung, ne? Okay, gut. Steht ein Eimer auf der Straße und ein Hütchen. Auch ganz nett. Ne, ich finde die Idee echt nicht schlecht hier. Die Map hat übrigens eine Größe von 800 MB. Nicht ganz, ne? Nur, dass ihr was gehört habt. Ungefähr. So, hier kann man zum Schlafplatz fahren. Das ist dann praktisch hier, wo der Renault steht. Das wäre dann praktisch dann hier rechts rein. Ne? Könnt ihr hier nochmal gepflegt in der Runde grunzen. Hier machen wir noch ein bisschen Promenade und so. Ampel. Worauf wir heute mal nicht achten wollen. Guck mal, hier ein bisschen Hafenfeeling, ne? Finde ich ganz cool. Ein paar Schlepper, ein paar Boote. Cool. Schaut echt gut aus. Ich bin positiv überrascht. Ich hoffe, dass die Fehler doch noch beseitigt werden, die letzten, die doch noch da sind. Weil dann ist es wirklich ein richtig cooles, kleines Add-on. Ne? Und dann sind wir im Prinzip alles abgefahren. Geil. Coole Sache. Meine Damen und Herren, ihr habt jetzt gesehen, einmal Sylt in der Version 1.0 für die Version 1.45. Gut. Finde ich richtig groß, macht richtig Spaß, hier mal eine Runde zu fahren. Es ist, ihr habt es gesehen, ich konnte jetzt auf 20, nicht ganz mal 20 Minuten abfahren, wenn ich von Autobahn komme, also von hier, bin ich ja gestartet, an der 7 ist alles abgefahren, mit der Bümmelbahn, einmal hier rüber und dann hier alles abgefahren. Ne? So, das gehört nicht mehr dazu hier, das hat nichts damit zu tun. Finde ich gut, also auf 20 Minuten locker abgefahren und die Idee ist einfach klasse, das auf der Map einfach zu integrieren. Fracht könnt ihr abholen. Außer einmal bei der Baustelle, da war jetzt nichts da. Vielleicht kann man aber auch was hinbringen. Muss man dementsprechend mal gucken. Aber sonst richtig coole Idee. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Mod, dann dürft ihr das natürlich gerne machen, indem ihr es kommentiert. Ansonsten mir mal einen Daumen da lassen. Abo für den Kanal nicht vergessen. Die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß auf Sylt. In diesem Sinne, knitterfreie Fahrt. Macht's gut. Bis bald und adios.